Sehr gerne, mehr als wir ganz zurück am Still Goodbye Control. Ich bin der Marshall. Was, Marshall? Hä? Pope schneit in das Ratszimmer und behauptet, das wäre ihr Büro. Für wen hält die sich bloß? Was ich Marshall finden? Ist es eine Hauptquest oder? Wird, oder es geht? Okay. Mission? Pop lässt Jesse wissen, dass Marshall im Forschungssektor gegangen ist, um weitere HRV herzustellen. Jesse glaubt, dass Marshall mehr über Dylan wissen könnte. Also im Forschungssektor muss man jetzt suchen nach dem Affe. Beziehung, Geschäftsleiter im Hotline-Kabine. Das heißt, wir müssen mal Aufzug fahren. Warte, wir können ja gar nichts einsetzen, unsere Fähigkeiten gerade. Sorry. Forschungssektor, da. Ah, muss ich wieder laden. Ja, genau, voll geiler Stell. Neue Folge, Fickklammer mit dem Ladescreen an. Läuft. Okay, ich komme wieder ein neues Projekt. Weil, vorhin Dings durchgezockt. Destroy all units. Witziges Game ist zu zocken. Ach, Eva, Sachen aufheben, genau. Geil. Muss ich mal gucken, wie die so wirkt, damage-seitig. Holy shit. Okay, geblockt. Habe ich das Gefühl, wir müssen hier... Sektor des Federal Bureau of Control. Ich bin Dr. Caspar Darling, der Leiter hier. Ja. Jemand dachte wohl, dieses Video wäre toll für den... Ja, laber ruhig weiter. Gibt's hier was? Oh ja, guck mal. Gleich, komm, Ladescreen, gleich mal was lesen. Genau. Federal Bureau of Control. Hey, also ich habe mich wegen der Pflanzen in der Forschung gewundert. Ist es wirklich notwendig, Ihnen etwas vorzusehen? Ich meine, der Hausmeister hat eine schöne Stimme und die Pflanzen scheinen es echt zu gefallen. Vielleicht könnte er nur einfach mal eine andere Platte auflegen. Ich habe den Tango ziemlich satt. Und woher kommen diese Pflanzen überhaupt? Niemand scheint sich daran erinnern zu können, wo sie gepflanzt wurden. Wie sie gepflanzt wurden. Und die Leute sind ein wenig begeistert von ihnen, wenn man mich fragt. Werden wir von Zimmerpflanzen überfallen? Scheint eine Untersuchung wert zu sein. Dr. Levis. Ne, okay. Was? Was will denn der Missionstechniker mit dem auf den Sack gehen? Heißt, wir sollen jetzt Pflanzen untersuchen oder was will der? Jungs? Okay, er ist tot. Dürfte das Ausschalten von uns? Cool, das ist jetzt nice. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Einleitung. Synchronizität ist ein Phänomen, das von den Weißen schon lange erkannt worden ist, aber erst neuerdings einen Namen durch die Wissenschaft erhalten hat. So erklären wir vernunftmäßige Ereignisse, die durch keine identifizierbare Kausalität verbunden, aber dennoch eindeutig zielgerichtet miteinander verknüpft sind. Wie sieht ein Traum ein Ereignis auf der physischen Ebene voraus? Warum bellen Hunde beim Tod ihres Herrn, der Kilometer entfernt passierte? Die Welt wird geordnet auf eine Art und Weise, die wir noch nicht verstehen. Manchmal stolpern wir über diese unsichtbaren, unbekannten Fäden und wundern uns über das Ergebnis. Der Visionär Carl Jung ebnete den Weg, den wir jetzt gehen müssen. Meine noch Forschungsabteilung macht es sich zur Aufgabe, zuverlässig das Beb-Verhalten am Ende des Jahres 1959 zu reproduzieren. Wenn das geschehen ist, werden die Techniker der Synchronizität sich zu gegebener Zeit selbst offenbaren. Wir beschreiten den Weg in die Zukunft der Wissenschaft. Die Geschichte wird sich vielleicht nicht an unseren Namen erinnern, aber Gott persönlich wird dies tun. Vollständiger Bericht in Akte unbekannt. Dankeschön für Ihr Gespräch. Was, Multimedia-Mann? Wir haben Sach. Es ist ein Dunkel gerade. Ich habe uns nur gestellt. Mal nicht lassen, weil das killt uns auf YouTube. Ab 70, ich weiß, hört man nicht laut, bla bla, aber ich muss ja bedenken,
YouTube frittiert uns das weg. Macht totally dark. Ach, war ich die Befürchtung, wir gehen da runter und alles explodiert. Uff, Alter. Geht Maus geditscht. Explodiert? Also, explodieren in Form von. Nein, Pinzer. Brauchst du nicht mal. Holy! Jesus fucking Christ! Ah, muss auch noch laden, okay. Woody? Ist das doof? Ich mag die Waffe nicht. Es macht die Feuerrate plus 18%. Ja, aber der Damage strebt Magazin sowie eine hohe Feuerrate, wird aber besetzen. Vielleicht müssen wir mit dem erstmal klarkommen. Mal gucken. Was haben wir gekriegt? Irgendwas? Kurze Feuerschiebe hat es geheißen. Hatte der jetzt ernsthaft einen Raketenwerfer? Lade nach. Hallo. Bist du echt sicher, dass du nicht auf mich zustürme? Oh, ein Snipper! Das habe ich gesehen! Ein Snipper! Was mache ich so fucking... Achso, ich dachte gerade, da gab es einen Sender oben. Aha. Auf einem Freaklet noch. Was da? Genau, den meine ich da rumfliegen. Das meine ich jetzt. Den meinen die nämlich. Egal. Aha. Na jetzt. Bum, bum, bum. Ach, jetzt sind wir schon. Bist du lost? Bam, du kriegst die Couch. Jetzt nehme ich jetzt was am Tag. Oh Gott. Das ist auch so an sich nicht schlecht. Dauert nur ein bisschen hier. Ich bin schade, dass wir es nicht ducken können. Doch, C, geht. Uffa! Was ist eigentlich eine Bimmi-Truppe? War's das jetzt? Danke. Da kommen wir auf jeden Fall nicht vorbei, wie es aussieht. So, ein paar Sachen aufheben.
Wir filmen nicht noch irgendwas anderes. Ah ja, guck mal. Wieder was zum Leben. Ah, nee, sogar gut. So, was haben wir jetzt hin? Theoretisch dadurch. Ach so, die roten Dinger da wieder. Okay. Ja, verstehe ich. Da kommen wir eh nicht durch, oder? Ah doch. Sie ist in Gefahr. Ich muss zu ihr. Ja, da haben wir noch Zeit. Muss man nicht lang. Okay, da kommen wir nicht durch. Müssen wir da hoch? Gibt's unten was? Loot oder so? Nee. Upsala, der hat aber Besitz, ja. Ach, der lädt nach. Gut zu wissen. Durch. Cooler. Ein anderer. Ah, cool, das geht so dann. Gut, gut. Nachladen. Und das explodiert. Piss dich doch mal. Mein Gebiet. Ich wollte immer, wenn er nachladen. Das ist wie eine Katastrophe. Beides wieder. So, dann müssen wir uns aufsammeln hier. Geheilzimmer. Hä, was ist da passiert? Okay. Okay, Putzraum. Interessant. Ja, da geht nichts auf. Okay. Warte. Nö. Fallschaden verhindern. Da haben wir aber was im Kopf. Ah, guck mal, müssen wir da richtig? Sammelobjekte. Scharfschütze, ja, ist mir egal. Nein, ist mir egal. Gegenstände, Hammer, Ausrüstung. Was haben wir denn Feines, Neues? Exklusiv für Dreh- und Schmetterer. Chancen auf Munitionsregulierung bei 6% Treffer. Ah, okay. Aber für Geschosse plus 3. Schmetterer. Das Schmetterer war doch der hier. Was hat er gerade drin? Schein gegen Gegenstände. Ja, das ist so gut so. Was gibt's hier? Schleuner Energiekosten. Lebensorganisation durch Sammeln von Elementen plus 24. Was haben wir? Zwei.
Weiß ich. Achso, doch, ich kann da lang und dann kann ich runter. Okay, kapiert. Ah, das ist ein Kontrollpunkt. Okay, cool. Nein, das war erst recht. Die Astralwelle. Wie bei einem Eisberge ist nur der kleinste Teil davon sichtbar. Dennoch ist dieser Ort lebenswichtig für die Arbeit der Behörde. Die meisten Informationen über die Astralebene. Stich herstellen. Präzise entfernt einen geladenen Schuss der Rüstung und Gegner auf jede Entfernung durchstößt. Geil. Brauche ich. Sind geheim, doch eine Übersicht ist möglich. Stets im Bewusstsein, dies sind enorm komplexe Systeme. Und Simplifizierung wird sie uns nicht näher bringen. Nun, der Weiße, nicht Raum. Kopfstehend, die schwarze Pyramide. Der Rat. Ach, okay, ist egal. Die Waffe ist doch ganz nett. Oh, okay, wir können ein bisschen was lesen. Sehr schön. Zusammenfassung. Ausstellung über die Astralebene. Die Ausstellung über die Astralebene sollte Astralnauten ursprünglich als Trainingsbereich dienen. Dort sollten sie sich an die Umgebung der Astralebene gewöhnen, bevor sie in die echte eintauchten. Die Ausstellung hätte besser werden können, aber Bepp war zu knausrig mit dem Budget. Als wir allerdings Bepp entdeckten, funktionierten wir den Bereich um. Ähnlich wie Zoos hoffen, durch vertraute Umgebung das Wohlbefinden ihrer Tiere zu beeinflussen. Hoffen wir, das Verhalten von Bepp in einer Umgebung beobachten zu können, die seiner Heimatdimension gleicht. Bisher hat er alles zerstört, was wir in seiner Nähe gelassen haben. Aber Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Falsche Berichte in Akte 3193811. Zusatzbemerkungen. Für das als Astralstachel bekannte Astralwesen, ach nö, wurde neue Nomenklaturen etabliert. Überholte Termini in diesem Bericht wurde editiert. Ach nö. Ist Multimedia. Hä? Wir sind einfach nur Backtroller? Das ist doch nix. Ach, mein UFO! Cool. Was ist da? Anfangs dachten wir, die Welt der Astralebene wäre subjektiv. Aber das stellte sich rasch als falsch heraus. Es ist ein realer Warte Ort. Mal, das gucken wir uns auch ordentlich an. Multimedia. Da. Anfangs dachten wir, die Welt der Astralebene wäre subjektiv. Aber das stellte sich rasch als falsch heraus. Es ist ein realer Ort, kein Gedankenkonstrukt, obwohl wir sie in unserem Geist betreten und erleben. Aber dasselbe könnte man über die Realität auch sagen. Wir konnten Aufzeichnungen von der Astralebene machen, indem wir die Gehirnaktivität jener aufzeichneten, die sie erlebten. Das ist das einzig Greifbare, das wir von den Expeditionen in die Astralebene zurückgebracht haben. Mit einer schockierenden Ausnahme. In den Aufnahmen der Astralebene sind wir immer nahe der Pyramide. Daraus schließen wir, dass nur dieser Bereich vom Rat kontrolliert wird. In der Distanz konnten wir Bewegungen, einheimische Rassen sehen. Und doch haben sie Kontakt geschlossen. Wegen technischer Probleme haben wir keine Aufnahmen. Doch bei der Rückkehr eines Astralnauten hatte sich eine Gehirnwolke in seinem Kopf versteckt. Sie brach heraus und tötete den Patienten. Es ist ein gnadenloses Raubtier, verfolgt Gedanken, Gehirne und tötet jeden, an dem es sich nähert. Bei Kontakt müssen strenge Isolationsprotokolle eingehalten werden. Okay. Kein Gedankenkonstrukt, obwohl wir sie in unserem Geist betreten und erleben. Aber das müssen wir jetzt hier rein. Okay. Müssen wir das echt? Nein.
waren wir schon, okay. Verstehe. War leider der Plan. Aber das war der Plan. Was hat die Behörde mit dem Ding gemacht? What the fuck? Ich hab's gerade echt null gecheckt. Heilige Scheiße. Mach's mal weg da. Wir haben jetzt Leben zurück. Wir haben echt abkassiert. Motherfucking Jesus Christ. Da gehen die FPS sogar weg. Antwortet doch, verdammt, wir brauchen hier unten Verstärkung. Ja, hallo. Marshall, sind Sie noch da? Shit. Wir sind so nah dran. Müssen uns beeilen. Aber ist ja nicht fast. All den Scheiß. Wegen Munition, ja, das weiß ich auch. Im Büroschuh. Ach, da hockt da einer. Du bist ein Penner. Okay, vielleicht ist er groß. Okay, Energie. Holz macht mir doch nicht schwach. Hui! Wird dann noch rechtzeitig genutzt. Hast du das? Drecksack. Kommt der einfach her und ballert mich mit dem Ding ab? Ah, guck mal, kann man einnehmen. Nice. Ich weiß ja noch mal hin müssen, aber. Wir können das sein, aber irgendwas stimmt nicht. Lebt da noch wer?
Da müssen wir das erstmal irgendwie. Vielleicht haben wir es jetzt einnehmen. Holy! Aber der Typ war absolut gestört. Schießt mal eine Rakete und sie steht direkt vor uns. Ein bisschen lost, der Kollege. Kerle. Was hier jetzt aussieht, man, wer zahlt den Scheiß? Es wird mal alles vom Budget wieder abgezogen. Darf ich jetzt mein Gebiet hier einnehmen? Ah, jetzt geht's. Guck mal. Haben wir nicht noch was lesen? Ja, bevor es weg ist. Ah, sogar zwei Sachen. Perfekt. Gefällt sich Publikum? Hä, eine Aufgabe oder was? Ach so, nein. Ausrüstung ist mir. Was haben wir? Ach, den Kopfschuss, ja, ist egal. Sammelobjekte. Zischerverbund, okay. Information Astronauten, schön. Ich glaube, da hinten wollte ich immer noch verfolgen. Ah, guck mal. Na, wenn wir aber nicht. So, Gegenstände öffnen. Ja, glaube da, sehr schön. Sind wir da? Bisschen Text. Perfekt. Gruppendenken neu gedacht. Zusammenfassung. Diese Schulze setzt die Arbeit in Irving, Janis, Robert Baron und anderen fort und stellt einen starken kausalen Zusammenhang zwischen Gruppendenken und der passiven der oder aktiven Verwendung von Telepathie vor. Um diese Verbindung zu beweisen, hat die Parapsychologie-Abteilung Varianten der ursprünglichen Konformitätsexperimenten von Solomon Asch mit einem telepathischen Individuum als Testsubjekt durchgeführt. Weitere Details in den Experimenten. Daraufhin wurden mit umfangreichen qualitativen und quantitativen Daten aus diesen Experimenten eine telepathische Interferenz innerhalb der Gruppe identifiziert. Weitere empirische Ergebnisse scheinen darauf hinzudeuten, dass Maßnahmen als Schutz gegen telepathische Verhaltensbeeinflussung ergriffen werden konnten. In dem kühn gesagt wird diese Abhandlung Jahrzehnte von Gruppendenken-Theorie revolutionieren und neue Wege für weitere Experimente mit dem Verstandenen erbringen, darunter die Manipulation von Map und Map. Wünsche den Bericht in Akte 3182849. Sag mal! Krieg mal irgendwann mal vollständige Berichte oder sowas, ihr Affe? Müssen wir das Ding übernehmen? Falls mich jemand hört, wir stießen auf starken Widerstand. Wir haben uns zur Glücksabteilung zurückgezogen. Alle Agenten dort sammeln. Okay, sehr genau. Danke fürs Zuschauen, mit dabei sein. Like, dann kommt ihr auch nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal bei Control. Auf Wiedersehen. Tschüss.